Das war so eine Dreiergruppe, Lemke, Thome, Zielmann, die waren viel Filmkritiker gewesen, Eckhard Schmidt noch. Und dann kam eines Tages Thome, du, wir haben 10.000 Mark von Seitz, wir können einen Kurzfilm drehen. Und dann ist dieser erste Kurzfilm mit Lemke entstanden, Die kleine Front. Du musst bedenken, wir waren damals sehr jung, also 24 oder 23. Und wir sind ins Kino gegangen und hatten kein Geld und auch keine Freundin, was ein hartes Ding ist, wenn man 23 ist. Wo wir doch Filmregisseure werden wollten, hätte irgendwas passieren müssen mal. Und dann hatte Enke plötzlich so ein merkwürdiges Model an der Hand. May hatte diese May und die wurde in der Zeitung abgelichtet. Und es war ein großes Rätsel, wie das passieren konnte. Enke war ja vorher sozusagen ein Lemke-Darsteller. Und ist dann aber ganz gut gefahren, dann sich von seiner May inszenieren zu lassen. Immer diese Phrasendrescherei. Du bist schlimmer als meine gesamte sonstige Verwandtschaft zusammen. Wir haben geguckt, dass wir dieses Enke-Universum in unsere Filme reintun und das Amerikanische trotzdem lassen. Enke war unsere Hommage an Belmondo und Belmondo ist eine Hommage an amerikanische Stars. Jean-Marie Straub hat noch in einer Nacht den Festivalleiter in Oberhausen, den kannte der, angerufen, dass dieser Filmmanöver noch ins Außenprogramm, also nicht ins Hauptprogramm reinkam. Das waren wir in Oberhausen und es war der letzte Tag und die Journalisten, es war nachts um zwei, die waren fertig, die waren müde, besoffen und dann mussten sie den Film noch gucken. Los, mach mal Weltmeisterschaft im Presseschneiden. Und er hat auf einen so ein Raum, so groß wie diesen hier, angezündet. Die waren begeistert. Und da haben wir uns in einer ganz billigen Absteige in Duisburg dann geschworen, jetzt riskieren wir auch einen Langfilm. Der Kurzfilm hat 5.000 Mark gekostet in Schwarzwald, mal 10, dann haben wir noch ein bisschen Luft, 90 Minuten, dann kriegen wir für 50.000 Mark auch einen Langfilm hin und den hat die May dann drehen wollen. Und so ist das Schätzchen dann in die Puschen gekommen. Zur Sache, Schätzchen. 89 Dritte. Also zur Sache. Beobachtet und mit Anmut aufgezeichnet von der jungen, charmanten May Spiels. Warum ist May Spiels nicht bis heute das leuchtende Vorbild für jede Filmschulabsolventin? Nix. Oh, das war ja bei ihm. Der hat ja nur mal Hülot. Der entwickelt auch einen sehr klaren Blick dafür, was die Moderne, auch die filmische Moderne, damit zu tun hat. Nach Schätzchen redeten die Leute auf mich ein, du musst unbedingt bei uns mitmachen. Also das geht hier nicht. Also Uschi macht ja mehr CDU und so. Du musst hier bei uns mitmachen. Besonders einer, es könnte vielleicht Bader gewesen sein, ich weiß es nicht. In dem Kurzfilm waren noch zwei andere Schauspieler, Heinz Klopp und Horst Söhnlein. Und die haben danach ein Theater aufgemacht, irgendwo in Zoonähe. Ein Kino aufgemacht. Das Kino lief nicht richtig. Und dann ist in dieses Kino Fassbinder reingegangen und hat seine ersten Theaterstücke aufgeführt. Und der Söhnlein, der dritte aus unserem Kurzfilm, der ist mit Bader mitgegangen und hat das Kaufhaus in Frankfurt angezündet. Und das war natürlich für uns sofort die Action-Story, die politische Hintergrundstory für den zweiten Film. Und Lemke hat auch einen Film Brandstifter gedreht. Ich brauche doch irgendwas, das brennt als Unterlage. Tja, dann nimm die Matratze. Jetzt bricht das Zündelfieber mit ihm durch. Jetzt anzünden. Hab alle Streichhölzer verloren. Dann du, Charlie. Nee, ich fasse keine Streichhölzer an. Ich will mir das Rauchen abgewöhnen. Hier auch noch. Vielleicht sollte man schlichte Eierkohlen nachschenken.